Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Frignum. Ja, wir haben das letzte Mal hier den Jäger wieder ein Level nach oben gebracht, ein paar Quests gemacht und heute wollen wir in die vulkanische Zone, da haben wir jetzt zwei Quests. Und aus dem zur Wüstentür, ja. Okay. Also, da unten vorne gibt es nun so einen Gang nach unten, der recht verzweigt. Also so ein bisschen Zickzack verläuft. Und den mag ich überhaupt nicht. Da bin ich immer so gelangweilt, wenn ich da runtergehe. Dabei gibt es hier einen kleinen Weg, aber nein. Man muss hier runter. Also man will hier runter eigentlich. Man will so runter. Sie hätten wirklich so runter können. Aber nein, sie haben, weiß nicht, irgendwas, irgendwas haben sie gedacht. Ich denke mal, ja, da müssen Facebook nach oben. Ja, genau. Da bekommt man sie nicht um die Ecke. Und hier 180 Grad sowieso nicht. Also völlig sinnlos. Aber sieht schön aus. Das ist es. Es ist wegen dem schönen Aussehen. Wahrscheinlich. Wie geht und diese Brühe sieht auch schön aus. Aber stinkt gewaltig. Was hast du, eine fertige Doku gefunden? Wow. So. Ja, und was müssen wir machen? Ausgewachsene Panther töten. Und große Vulkanspinnen töten. Nun gut. Da ist ein Vulkanspinnen. Soll ich eine Spinne nehmen? Soll ich eine Dunkelhyäne nehmen? Oder ein Panther? Panther sind. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich eine Hyäne nehmen. Ich nehme es jetzt. Ich entlasse dich und fange an. Was? Ich kann es nicht fangen? Aha, ich muss Bestien nehmen. Okay. Nächster Versuch. Ich dachte, das wäre so irgendwas. Ein Buff. So. Ja, ja. So zähmt man also Tiere. Einfach stillstehen, nichts machen. So. Wir haben's. Hey, du. Es war schon lange meins und dann mach mir noch mehr Schaden. So eine Frechheit. Oder totale Frechheit. Gut, die sind alle mit TS verbunden. Nein, ich will, ich will die Spinne angreifen, die ist für Quiz. So. Wie machst du Schaden? Irgendwas mit 76 oder so. Also viel mehr Schaden als der blöde Panther. Ja, 75. Und 47. Ist jetzt nicht so gut gewesen, aber. Du bist zu weit mit Pferd, ja, ganz klar. 82, sehr gut. Ah, das Rote ist ja mein Schaden. Der Schaden der Spinne. So, man sieht es meistens nicht so gut. Also man denkt eher nicht dran. Anführ. Ja, genau. Komm. Und töten. Also es geht viel schneller. Mit der Hyäne. Ja, ich denke, Hyänen sind auch stärker als zum Beispiel Panther. Also den Panther werde ich da nicht holen. Ausgewachsener Panther. Ich bleibe wahrscheinlich bei der Hyäne oder nehme dann noch ein anderes Pet dann.
wenn ich ein bisschen höherstufig bin. So, wir könnten mal hier runter. Hier gibt es, glaube ich, viele Käfer. Wir müssen leider laufen, da sonst das Pad weggeht und dann wieder resettet ist und alles mögliche. Ja, hier ist leider nichts außer Kisten. Ich dachte hier eher nach Spinnen. Ja, wir müssen sowieso wieder nach oben, weil wegen dem Panther. Da gehen wir eben dran wieder nach oben. Oder nehmen die Spinne hier. Genau. So, 6 von 10. Und jetzt. Da ist ein Panther. Okay. Aber der wird ein bisschen schwieriger. Ah, jetzt kommen auch die Spinnen. Die tauchen jetzt auf. Jetzt, wenn man es nicht braucht. Klappt irgendwie nicht. Ich wollte den so Ding und dann weglaufen. Damit die Hirne ein bisschen Schaden machen kann noch und ich ein bisschen sicher bin. Aber nein. Geht nicht. Weil alles verbuggt ist. Okay, hier haben wir sehr viele Panther. Genau. Das Ding ist immer noch nice. Das ist so Mikroarbeit. So, allzu laut will ich es nicht machen. Weiß nicht, wie es bei euch im Video ist. Jetzt. Aber es ist recht laut bei mir. Dass YouTube ja die Videos ein bisschen lauter macht, kennen wir. Aber nicht lauter, sondern leiser macht, genau. So. Bisschen ausruhen. Gut. Boah, der Vulkan, der ist so extrem was von überbelichtet. Und die Kristalle auch. Bin jetzt so. Wahnsinn. Mal kurz ein Video schauen. Ja, das ist eigentlich alles an. Das Ambient Occlusion. Weiß ich jetzt nicht genau, wieso das nicht geht. Wahrscheinlich erkennt Regnum die aktuellen Grafikkarten nicht. Deshalb meint Regnum, es sei eine schlechtere Grafikkarte, aber ich glaube. Wieso ist das auf Mittel? So. Genau, jetzt ist es wieder schöner. Dachte schon, es sei. Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen schön. Ich dachte schon, ich hätte wieder irgendwas eingestellt, was die Renderqualität schlechter macht, aber nein, die ist ja auf Mittel gewesen. Ich weiß nicht, also, ich glaube, es liegt am Fenstermodus, dass die Grafikoptionen manchmal zurückgesetzt werden. Irgendwie so wäre das. Vor allem, sollte nicht sein. Fenstermodus ist schon genug verbuggt. So, nächster Feind. Jetzt ist wahrscheinlich das auch wieder an, oder was? Ja, geht doch. So. Oh Mann. So böse kann Regnum sein. Stellt euch das mal vor. Den nehmen wir. Mal kurz vergleichen, ist ein Langbogen. Ist auch ein Langbogen. Ja. Ist mittel, aber klar. Ja, weniger stark natürlich. Die Dunkelhyäne, die braucht vielleicht mal ein Hie. So. Gut.
Du kannst spinnen, haben wir noch nicht fertig. Gut, greifen wir die an. Ob. Genau. Aber irgendwie ist mir jetzt die Grafik ein bisschen schlechter. Kommt mir die Grafik ein bisschen schlechter vor. Weiß es nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil es eben nicht mehr so eine extreme Überbeleuchtung ist. Und weil sich die Tageszeit geändert hat. Weiß ich nicht. Sodele. Also eben, wenn ich die ganze Zeit levele, dann habe ich Fenstermodus. Weil mein Ding stürzt manchmal ab. Rechnung, wenn man also als Tab drückt. Stürzt der manchmal ab und das ist nicht so gut. Eine Hyäne. Also gehen wir nach oben, da hat es mehr Hyäne. Und auch Spinnen mehr. So. Boah, der Wasser, also der Lavafall, der ist so extrem was von überbeleuchtet, dass es schon hässlich aussieht. Weg. Ja, wie könnten wir die Grafik von Regnum noch verbessern? Sagte der Chef der Entwickler NGD zu den Designern. Ja, genau, ich weiß wie. Wir machen die Überbeleuchtung ins Extreme. Oh, gute Idee, bauen wir das ein. Und dann die Spieler so, Hilfe, meine Augen, sie sind verwundet. Hilfe. Und dann, wieso haben wir jetzt wieder weniger Spieler? Grund, die Überbeleuchtung ist so stark. Machen wir iOS-Spiele und Apple-Spiele, die keiner Mensch spielt. Bei den iOS, also bei den Mobile-Spielen ist es immer so, man kauft es, spielt es aber nicht. Ganze Zeit. Bei Steam-Spielen momentan auch so. Es ist einfach nur noch Abzocke. Die Entwickler versprechen irgendwas, was sie nicht einhalten. Und die Spieler können die Games nicht zurückbringen. Also bei Steam ist es gerade, es wurde angekündigt, dass man Spiele zurückgeben kann. Aber das geht nicht, weil es im Vertrag steht. Und man kann Spiele immer noch nicht zurückgeben. Aber nun gut. Wenn es denn auch so sei. Ich kaufe sowieso nur noch Spiele, die ich wirklich 100% sicher bin, dass sie gut sind. Weißt du. Und den Rest kaufe ich im Handel. Dort sind sie recht günstig geworden. Schön, dass man noch so schnell levelt auf Level 17. So, jetzt muss ich aber noch ein bisschen ausruhen. Noch zwei müssen wir dann machen. Gut. Was ist jetzt im Cash Shop so? Haben die nicht gesagt, dass sie jetzt mal etwas vergünstigt anbieten? Der sieht so hässlich aus, der weiße Uralt-Löwe. Das ist ein Kräfteset. Drop-Chancen, das möchte ich mal holen, aber auch nur, wenn ich jetzt richtig gute Loot-Gegner habe. Und es gibt keinen einzigen Gegner, der recht gut droppt. Und wenn man dann mehr Drop-Chance hat, dann gibt es nur Edelsteine. Gibt es irgendwas für einen Jäger? Es gibt nichts, was zu einem Jäger passt. Toll. Das ist auch total unnötig. Vielleicht große Edelsteinsverschmelzung, ja. Aber sonst völlig unnötig. Und die Kisten sind sowieso immer Try and Error. Es ist richtig schade, dass der Shop wirklich zum Hinschmeißen ist.
zum Geld verprassen. Was man einfach gar nicht braucht. Dieser Macht-Doppelschuss, so wenig Schaden. Das wäre ich nicht hochgestuft, aber trotzdem, so wenig Schaden. 97. Für eine viel längere Animation. Aha, verstehe, das ist Balancing. Hätte ich jetzt niemals gedacht. So ein unnützer Zauber. Gut, dann haben wir das. Nein, nicht handeln. Ich möchte es sowieso hier nach oben tun. So. Da oben, nach oben müssen wir. Wir gehen jetzt außen herum, ja. Eins muss man nach Altruck dann gehen. Aber zuerst nach Allerhead. So. Tschüss, Hyäne. Tschüss. Nur meine erste hat 20 Euro gekostet und bei der sind schön schon die Nachbarn ausgefüllt. Ah, Anlagen. Stereoanlage, wow. Ich habe so gute Qualität bei meinem Headset, ich brauche keine Stereoanlage. Das ist beim PC tausendmal besser. Ah. So, jetzt gehen wir hier hinten durch. Schauen kurz auf die Map, was denn los ist. Okay, der zweite Edelstein haben wir immer noch. Ist hier irgendwo ein Kristall? Ein Reichskristall? Nö. Ich weiß nicht, ob sie das nicht holen können. Weil ja jetzt Nacht, also morgen ist. Es ist ungefähr so 6:30 Uhr. Oder was los ist. Vielleicht schaffen sie es auch nicht. Also. Ah, schön. Die Ding ist aufgetaucht, die Arena. Hier drinnen müssen wir es abgeben. Tolle Arbeit. Schön, schön. Also dann haben wir hier keine Quests mehr, außer die, die wir nicht lösen können noch, weil der Gegner zu stark ist. Ja, dann gehen wir nach Altruck und machen dort wieder ein paar Quests, bis wir dann nach den gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dort schon Quests gibt in Melekethi. Medenet, genau. Das ist das Wort, das ich nie weiß. Weil ich es einfach nicht merke. Weil ich immer zuerst an Melekethi denke und dann weiß ich nicht mehr, was das andere mit dem war. Deshalb. So. Und die Mauer wird fertig gebaut? Nö. Die bleibt jetzt so. Alle Alsen und Süden dürfen kostenfrei ins Reich kommen. Na gut. Also wir haben schon den schönsten Vulkan. Da kann man sogar außen ein bisschen herum. Aber nach hinten können wir nicht. So. Dann haben wir hier noch eine Quest abzugeben. Ja, wahrscheinlich ganz oben. Nö, hier vorne. Irgendwo hier muss es sein. Ah ja, genau. Stimmt, die Trabauer in der Taverne. Ja, da können wir hier rein. So, abgeben. Yay! Ein Goldsack abgeben. Noch eine Quest. So. Goldsack abgeben da drüben. Ist.
Sudele. Wo ist es da? Was willst du mit dem Gold, sag mal? Bewachen des Ladens. Was? Ah, ich denke zum Schutz, zum Wachen. Okay. Noch was? Hä? Aha. Bergarena. Da drunter. Dann machen wir das noch. Und mal schauen dann. Also merken, ab Level 18 dann umskillen wegen dem Bogen. Und also auf Langbogen. Und ja, geh weg. Blieb einfach. Und. Weiß nicht, was ich noch skillen soll, oder? Ob ich Tarnung dann skillen soll? Naja. Hyänen töten. Sind aber nicht viele hier, die sind eher unten. Aber die sind leicht. Sehr leicht, oder? Ja, sehr leicht. So. Nein, das. Du bist immer noch verletzt. Aber hier wirst du wenigstens nicht angegriffen. Oh, nicht viel angegriffen. Ja, komm. Ist ein kleiner Hügel dazwischen. Oh, schlimm. So, ja, hier hat's viele. Und Schuss. Muss man gar nicht mal auswählen. Ja, Invasion ist beendet und der Kristall ist nicht bei uns. Nee. Okay. So, Schuss, 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 genau. Da hinten ist noch eine Hyäne. Können wir die angreifen im Stein drin? Scheinbar ja. So. Ah, das ist eine leichte Quest. So macht Rechnung Spaß, wenn man ganz schnell killt. Okay, der Baba hat noch viel schneller gekillt, aber... Ich meine einfach nicht allzu viel über den Kampf denken, einfach schön abpratzen. Das macht Spaß. So, hier sind noch eine, da ist noch eine, ja. Also Ignis immer 24 Stunden aktiv am Fort einnehmen und dann wieder abgeben und dann wieder einnehmen. Voll, Ignis war vor einem Monat, als ich begann mit dem Let's Play, war Ignis die schlechteste Ding. Ganze Zeit Invasionen ins Reich. Ihr habt es vielleicht damals gesehen, war ganze Zeit hier oben zwei oder drei Jäger. Und jetzt, total geendet. Ignis ist völlig overpowered worden. Und, ja. Da sieht man, wie sich das endet. So. Ach komm schon. Genau. Dann geben wir die Quest ab und ja. Mal ein bisschen weitermachen. Mal schauen. Was? Anuar. Aha.
Mein Bildschirm ist zu groß und die Schrift ist zu klein. So. Und wo ist der? Das ist wieder einer, der nicht angezeigt wird. Also, wir Entwickler nennen das Embargo. Wir können es leider nicht fixen. Aber vergessen haben wir es niemals. Das haben wir niemals vergessen. Stimmt doch, oder? Hey, ja, ja, ganz klar. Das stimmt. Alia ist das. Wo ist jetzt dieses komische Teil? Tariq hat eine Quest für uns. Okay, Allah hat. Oh, ein Ring. Ich glaube, einen schwachen Ring. Ich weiß nicht, wo dieser Mensch ist. Da. So, sehr schön. Also, ja. Dann beende ich diesen Part. Dankeschön fürs Zuschauen und im nächsten Part. Ah. Im nächsten Part geht's dann ab nach Level 18. Und eventuell machen wir da noch ein paar Reisquests, dass wir noch schneller leveln. Ja, mal schauen. Also wir gehen jetzt zum Jäger. Und dann ist der Part leider wieder zu Ende. Ja. Aber eben, die Parts kommen ja zweimal täglich. Ja, ja, seit ungefähr eine Woche oder so. Und also habt ihr genug zu schauen. Da drin könnten wir dann noch was holen, genau. Also, danke schön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.